Servus, liebe Zuschauer, hier auf Digitaler Chronist TV, weil wir sind hier der Boulevardkanal, aber auch für lebenspraktische Sachen und wir kommen wieder in eine Kochshow heute. Ja, wir kochen Kartoffelsuppe mit Würstchen. Und bevor wir hier anfangen, bedanke ich mir erstmal bei meiner zauberhaften Kamerafrau und die mir das schon teilweise profimäßig vorbereitet hat. Was brauchen wir? Wir brauchen 4 bis 5 mittelgroße Kartoffeln. Wir brauchen Knoblauch, Zwiebeln, ein bisschen Mehl, das ist zu viel, 1-2 Teelöffel nur, das zeige ich nachher wofür. So Schinkenwürfel, auch weniger, aber das schaut so gut aus, frische Petersilie, Wasser, einfach nur Wasser, Salz, Pfeffer, Majoran und Butterschmalz nehmen wir. Man kann aber auch Öl nehmen oder Pflanzenfett. Ja, was man will, zum Braten, ja, zum Anbraten. Und das ist jetzt, ich bin dankbar für jeden Kommentar, wenn jemand auch weitere Vorschläge hat oder irgendwas, aber ich bin kein Koch, Leute, und ich will das einfach, diese lose Reihe mit Gerichten, die einfach sind und die wirklich besser schmecken, als wenn man sie aus der Dose oder sonst irgendwie fertig kauft und die nicht teuer sind und die wirklich lecker schmecken, einfach wenn man es selber macht und auch dieses selber machen. Ja. Aber wie gesagt, ich bin kein Koch, ich mache das einfach so, wie es bei mir, wie ich es mache und dann geht es irgendwie. Ja. Also ihr werdet bestimmt sagen, wie schneidet ihr die Kartoffeln oder sonst irgendwas, aber darum geht es ja auch gar nicht. Ja. Es geht ja darum, dass wir hier uns mal was selber zum Essen machen und eine Kartoffelsuppe jetzt gerade in der kalten Jahreszeit ist was Leckeres. Ich mache das einfach roh jetzt, ja. Die sind roh, geschält. Auch so ein Witz, ja, ich wollte eigentlich deutsche Kartoffeln, die gab es aber nicht. Es gab nur welche aus Zypern, ja, das muss ich mir auch mal reinziehen. Und dann macht man hier so kleine Würfel. Also ich mache nicht, ich zermansche sie nicht. Es gibt auch die Art, dass das nur noch so ein Brei ist, aber ich möchte eigentlich Stücke drin haben in der Kartoffelsuppe. Und ich mache es halt mit diesen Schinkenwürfeln und mit den Wiener Würstchen. Kann man natürlich jetzt weglassen, dann ist es eine vegane Suppe, wenn man jetzt auch Pflanzenöl nimmt. Kann man auch machen. Aber, und ganz wichtig, also werdet ihr euch vielleicht fragen, wieso Wasser, ja, und nicht hier Brühe oder so, kann man auch machen. Aber meine liebe Mutter hat mir geraten, und das hat sie wiederum von ihrer Mutter, meiner Großmutter, die wirklich eine hervorragende Köchin, durfte es echt noch erleben, relativ lang, eine tolle Köchin war, die oft bei vielen Sachen nur Wasser genommen hat, weil dann auch der Geschmack einfach auch von den Zwiebeln und von den Kartoffeln und von den Schinkenwürfeln kommt. Und die Gewürze, das reicht dann. Braucht man jetzt, man kann natürlich auch Gemüsebrühe nehmen oder weiß nicht, Rinderbrühe, weiß ich jetzt nicht, will ich jetzt nichts erzählen. Also ich nehme Wasser. Ja, alte Empfehlungen von einer Köchin, deren Gerichte ich selber noch genießen durfte. Auch die Nachtisch war eine Österreicherin, die konnte halt kochen. Ja. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht können, aber das war halt österreichische Küche wirklich vom Feinsten. Und ich schreibe das nochmal unten in die Beschreibung. Das ist ganz einfach eigentlich. Ja. Und jetzt von den Zutaten her kann man sich überall besorgen. Ist nichts Exklusives, nichts Exotisches. So, dann machen wir mal hier mal auf Vollpower und zuerst werden die Zwiebeln und die Schinkenwürfel angebraten und dazu nehmen wir hier selbstgemachtes von meiner süßen Butterschmalz, ja, wirklich selbstgemacht, das ist hitzebeständig, wird nicht braun und nix, kann man wunderbar zum Braten verwenden, dauert jetzt wahrscheinlich einen Moment, aber das ist ja wurscht, wir sind ja hier live on tape quasi. Also gut, wir werden jetzt nicht alles live zeigen quasi, weil wir dann, die muss dann 30 Minuten ungefähr, echt meinst du? Ja. Ungefähr ziehen oder köcheln. Und da werden wir schneiden, weil wir werden euch jetzt nicht eine halbe Stunde lang den Topf irgendwie filmen. So, das lässt sich hier schon ganz gut auf. Und dann, wie gesagt, das ist jetzt hier, was wir jetzt machen für 2 Personen. Das sind 2 gute Portionen, ja, 2 gute für 3 kleine Esser vielleicht. Ja.
Wenn man natürlich mehr Leute hat, dann entsprechend mehr Kartoffeln und alles. Aber wenn man jetzt auch allein ist, das kann man auch gut am nächsten Tag nochmal essen, aufwärmen. Und wie gesagt, es ist halt ein, also ich finde es ein wirklich leckeres Essen. Ist fast zu viel. Nehmen wir das mal wieder raus. Ja, so. Und jetzt können wir schon mal, also noch ein bisschen heiß werden, aber es sollte noch nicht zu heiß sein. Ja, also. Ja, da muss man schon aufpassen. So, dann kommen die Zwiebeln rein. Dann kommt der Knoblauch rein. Mit geröstet. Ja, wunderbar vorbereitet von meiner Süßen. Ich danke schon mal sehr und die macht auch die Kamera ganz toll. Ohne sie könnte ich das hier gar nicht zeigen. Und die Schinkenwürfel. Haben wir jetzt nicht selber geschnitten, die sind gekauft. Das muss jetzt schön ein bisschen, wie sagt meine Mutter, mal eingelassen werden, ja. Glasig, die Zwiebeln. Und es ergibt halt auch direkt schon den Duft, muss ich sagen. Der Kochtopf ist jetzt hier ein bisschen groß, aber wir sind hier zu Gast und haben jetzt keine anderen Töpfe. Wollen wir jetzt auch nicht rummeckern. Wunderbar. Das mit dem Butterschmalz geht wirklich toll. Also da werde ich vielleicht nochmal ein eigenes Video machen, wenn meine Süße mir verrät, wie man das macht. Aber das kann man vielleicht auch selber im Netz rausfinden. Ist nicht ganz ohne Aufwand, aber man hat natürlich auch, ist auch besser als gekauft. Ja. Und hitzebeständiges Fett zum Braten und mit so einem leichten Butteraroma. Schon wirklich, also auch zum Fleischbraten oder so. Wir hatten auch Burger-Pellets da schon mit dieser Butterschmalz gebraten, wunderbar. Es gibt so ein ganz feines Aroma. So, dann lassen wir das mal noch ein bisschen. Also damit ihr es wirklich live mitbekommt, wie lange man das machen muss. Ich will das ja auch für Leute machen, die jetzt bisher überhaupt nichts mit kochen oder irgendwie sagen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja. Klar, also Zwiebel hacken, das wollen wir jetzt nicht zeigen, das setze ich jetzt mal voraus. Genauso wie Kartoffeln schneiden, okay, das haben wir gezeigt, aber das ist wirklich schälen, müsst ihr jetzt auch bekannt sein. Also ich fange wirklich bei ganz unten an, ja, weil ich selber jetzt nicht wahnsinnig viel drauf habe, aber es geht doch darum, dass man sich nicht irgendwie im Supermarkt, darum mache ich das eigentlich, nicht im Supermarkt irgendeine Dose oder irgendein gekühltes Zeug kauft, was in 3 Tagen verbraucht werden muss, auch so suppenmäßig oder gar Tütensuppe, ja, die man dann vielleicht noch irgendwie aufpimpt oder was, ja, das ist alles nicht so gut, wie wenn man es hier mit absolut nur frischen Zutaten macht, ja. So. Das ist eigentlich schon okay. Jetzt kommen hier die Stücke einfach rein, die Kartoffelstücke. Dazu. Und jetzt kommt was Wichtiges. Bevor ich mal ganz kurz einen Esslöffel. Auch ein Tipp von meiner Mutter, aber ich glaube, das ist auch allgemein bekannt. Macht man Mehl rein. Bemehlen, ja, sagt man. Kann ich jetzt nicht genau sagen, was das für einen Effekt hat, aber ich mache es einfach. Einmal umrühren und nochmal bemehlen. So, muss aber ein bisschen schnell sein, also muss man aufpassen, dass das dann unten nicht ansetzt. Ja. Also nicht zu lange nicht rumrühren. So, das reicht schon, mehr muss es nicht sein. Aber es ist schön, nichts angebrannt unten. Auch hier ein bisschen, aber es geht. Und jetzt kommt schon das Wasser hinzu. Das ist jetzt blöd, weil wir so einen großen Topf haben. Also wichtig ist, dass ihr nur so viel Wasser reinmacht, wie bis es bedeckt ist, ja, nicht mehr. Ja. Das soll ja auch eine dicke Suppe werden. Das wird auch eine dicke Suppe. Das sieht man nachher, werden wir nachher sehen. So, das müsste eigentlich schon noch ein bisschen. Dann kommt hier jetzt Salz, Pfeffer rein. Das ist Meersalz, das soll ein bisschen großzügiger sein. So. Und Pfeffer.
wichtig. Das ist so. Und ein bisschen Majoran. Also ich sage extra ein bisschen, weil ich bin auch nicht so ein Majoran-Fan. Und dann ein kleiner Tipp. Nie irgendwie überm Topf. Also habe ich so mal von jemandem. Also am besten, ich mache jetzt auch nicht aus dem kleinen Siebding, sondern mache aus dem großen und mache es in die Hand. Ja, und dann kann ich sehen, okay, und sonst kippt der alles vielleicht in den Topf und dann kannst du es wegschmeißen. Ja, gerade so viel Majoran muss nicht sein. Das wäre jetzt schon mehr. So, und das kommt jetzt, wird noch einmal rumgerührt, schön nach dem Würzen. Und wird jetzt eine halbe Stunde, köchelt es jetzt vor sich hin mit Deckel drauf. Und bei nicht so großer Hitze, weil wenn der Deckel drauf ist, dann ist das schon ganz gut isoliert. Lassen wir es mal so. Wir melden uns wieder in 30 Minuten. Jetzt gibt es einen Schnitt. Also mal gut zugegeben, das Video hat jetzt nicht angefangen mit, dass wir alles hier noch gar nicht vorbereitet hatten. Aber wie lange dauert das? 10 Minuten, 15 Minuten vorher Kartoffeln schälen, Zwiebel hacken und die Petersilie vielleicht noch. Also das ist jetzt wirklich kein Riesenaufwand, wo ich sage, nee, ich habe jetzt keine Lust mehr am Abend, mich da noch hinzustellen. Das kriegt man alles in einer halben Stunde plus halbe Stunde Kochzeit locker hin. Bis gleich, liebe Leute. Danke fürs Zuschauen bisher, sehr schön. Es geht weiter. So, liebe Leute, wir haben jetzt knapp 30 Minuten schon das köcheln lassen. Wir haben zwischendurch mal ein bisschen umgerührt. Kann man jetzt auch machen. Dann schauen wir mal, wie das ausschaut. Ja, das ist wunderbar. Genau so soll es sein. Es wird auch richtig schön sämig. Ja, wie gesagt, nur mit Wasser und es duftet auch wirklich hervorragend schon und das können wir eigentlich hier jetzt schon runterdrehen auf 1 und dann kann man den Deckel auch weglassen. Das kann jetzt noch ein paar Minuten hier noch fertig ziehen und hier haben wir dann Wiener Würstchen, das haben wir ein paar, machen wir einfach mal, die macht man dann einfach dann, wenn die Suppe im Teller ist, auf dem Teller ist, dann einfach drüber streuen, die werden dann von der Suppe direkt erwärmt. Muss man nicht vorher schon hier in den Topf reingeben. Und ich mag es halt gern mit Wiener Würsten, Bockwürste, was auch immer ihr reintun wollt, worauf ihr Bock habt. Ihr müsst auch keinen Knoblauch reintun, ja, es ist nur so unser Rezept jetzt hier. Wer das nicht mag, das ist nicht essentiell wichtig. Und ich glaube, ich mache noch eins. Und das mit den Würstchen, also da stehe ich schon drauf, das macht halt wirklich dann nochmal ein bisschen wirklich mehr Geschmack. Und gehört für mich einfach bei einer Kartoffelsuppe dazu. Das ist jetzt auch übrigens auch keine großartige, was ich, Kartoffelsuppe Berliner Art oder irgendwas. Einfach mal von meiner Mutter. Ob das jetzt so werketreu ist, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, man kann das wirklich, das ist ein leckeres Essen, leicht zubereitet. Mit eigentlich ausschließlich frischen Zutaten, ist eigentlich wunderbar. So, dann haben wir hier, sind wir jetzt hier fertig, können wir abdrehen. Und ist richtig schön dickflüssig geworden, ja, richtig schön sämig. Dann machen wir mal das auf die Teller, damit wir mal schauen, wie das ausschaut. Wie gesagt, es gibt Leute, die mögen das lieber, wenn das so vermanscht ist, die Kartoffeln. Ich mag es lieber mit Stücken. Und ihr seht, es sind zwei gute Portionen, eigentlich drei, ja, für den Mengen, die wir da jetzt angegeben haben. Also ist fast noch ein Löffel mit drin, ein Teller mit drauf hier. Dann kommt einfach so drüber. Je nach Gusto, ja. Und fürs Auge und sonst irgendwie. Bitteschön. Also das kann man wirklich schnell machen. Wir essen noch ein Stück Brot dazu. Und habt ihr gesehen, ist wirklich einfaches Gericht. Es macht sich wirklich fast von selber und es schmeckt ganz sicher wesentlich besser als irgendeine Dose oder irgendwas. Ich war mal in Mitte, ganz kurz noch, bevor das kalt wird, in so einem Hipster-Drecksladen, ja, eingeladen von so einem Journalisten, der mit mir irgendwie sich unterhalten wollte. Und ich habe eine Kartoffelsuppe bestellt und die haben mir da was gebracht. Das konntest du echt nicht essen. Ich habe gesagt, Leute, ist mir egal. Ich wurde auch eingeladen. Nehmt es, ich will gar nicht rummachen, aber das könnt ihr gleich wieder mitnehmen. Das war wirklich,
Ich wollte schon fast sagen, hey, ich gehe mal in die Küche, ich kann zwar nicht kochen, aber das kann ich besser als ihr. Also wirklich, ja. Also wenn man es so macht wie wir hier, das ist wirklich ein schönes, leckeres Gericht. Wir danken euch fürs Zuschauen, liken, teilen, abonnieren, kommentieren. Ja, gerne auch Kommentare. Aber wie gesagt, auch für die Mitlesenden, wenn ihr da andere Varianten habt, gerne reinschreiben. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, habt in der Beschreibung auch entsprechende Bankverbindung und so weiter. Danke euch, macht es gut, ihr Lieben. Danke an meine zauberhafte, bezaubernde Kamera.